Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Elden Ring. So, wie man unschwer erkennen kann, ich habe das neue Katana ausgerüstet und habe jetzt zwei Katanas. Ja, ich habe die letzte Pause genutzt und habe ein bisschen gelevelt und habe, naja, die Weisheit quasi hochgebracht, die wir dafür benötigt haben. Und hab das auch noch kurz ein kleines bisschen getestet an ein paar Gegnern. Aber ich habe nichts weit genommen, keine Sorge. Wir sind hier an der letzten Stelle, wo wir auch aufgehört haben. Bei unserem besten Freund und Kumpel und Kumpadre, der da vorne noch ein Schläfchen hält, aber wahrscheinlich gleich wach werden wird. Denn das habe ich mir für heute vorgenommen. Wenn wir es schaffen. Man weiß es nie. Er ist aber noch sehr schwer. Auf jeden Fall habe ich jetzt das ausgerüstet, habe außerdem, wenn man in unsere Ausrüstung reinschaut, das Katana, Uchi-Katana, unsere Standardwaffe, auf Level 10 gebracht. Habe dieses Schild ausgerüstet, damit, weil es etwas leichter ist und trotzdem 100% hat, so bleiben wir auf mittlerer Last und haben trotzdem noch die Möglichkeit, während eines Kampfes aufs Schild zu wechseln. Und die Meteorklinge, die habe ich auch zwei Level hochgebracht. Nicht ganz so stark wie unser Ushigatana. Das nun ist aktuell so stark oder fast so stark wie die Klinge des Bluthundes, die wir vorher benutzt haben. Die wir auch nicht das letzte Mal benutzt haben werden. Da ist sie. Man sieht 181,54 und unser Ushigatana 181,50. Da ist nicht mehr viel Platz dazwischen. Es ist hammerstark. Es ist super geil damit zu kämpfen. Allerdings gibt es Gegner, da macht es einfach keinen Sinn, ja. Aber es sieht aber geil aus. Und es macht super Spaß. Und bei manchen Gegnern wird es wahnsinnig viel bringen. Bei manchen weniger. Das werden wir sehen. Ich kann immer noch währenddessen noch aufs Schild wechseln. Oder wir zu den doppelhändigen Waffen zurück. Dann werde ich vielleicht die Fackel nur noch, wenn wir sie mal brauchen, mit ausrüsten. Und dann wollen wir jetzt nicht lange weiterreden. Lasst uns loslegen. Wir wollen den Drachen vernichten. Das wird hart. Ich weiß noch nicht, ob es klappt. Na, ich weiß noch nicht, ob es klappt. Lasst es uns probieren. Ich werde es trotzdem reitend machen, denn ich habe es mal kurz zu Fuß probiert. Und mein Fazit, naja, sagen wir so, nee. Also probieren wir es weiterhin so. Ich nehme die Skelette mit raus. Weil die stehen ab und zu währenddessen noch auf. Und dann geht's jetzt los. Und wir versuchen unser Glück. Ich habe nichts mehr zum Heilen. Wenn wir die Seuche bekommen, sind wir tot quasi. Also das ist dann einfach. Dann ist einfach vorbei. Das ist auch nicht ganz so elegant. Aber ein bisschen zärtlicher, mein Großer. Oh, das ist nicht gut. Und unser Pferd verletzt, in Anführungszeichen. Müssen wir weg. Oh, da müssen wir auch weg. Das Zeug ist absolut tödlich für mich. Ich habe nichts zum Heilen mehr dafür und kann nichts mehr herstellen davon. Weg da!
Bisher sieht es nicht so schlecht aus. Aber das hat noch nichts zu sagen. Oh, diese Anspannung. Oh nein. Oh nein, er macht's auch nach hinten. Nein, 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 nein. Oh nein. Wir sind so weit gekommen. Wir sind so weit gekommen. Wir schaffen das noch, oder? Ich meine, das war jetzt... Der Fehler, das war der Fehler einfach. Ne? Ich hatte das eigentlich noch in Erinnerung, dass es nach hinten geht. Das war der Fehler. Wir schaffen das. Wir schaffen das, Leute. Gucken, wo mein Zeug ist. Mann, geht aus dem Weg! Das ist natürlich sehr ungünstig. Oh, ich krieg mein Zeug nicht aufgehoben. Nein. Na, zum Glück waren es nur 1500 Minuten. Aber ich habe sie noch aufgehoben. Naja, jetzt kann ich es das nächste Mal nochmal probieren. Zu gierig auf meine Ruhen, also die 1500, ich hätte es einfach liegen lassen sollen, ne? Ich hätte es einfach liegen lassen sollen. Das war nicht schlau. Ja, so schnell kann es gehen, wenn man unvorsichtig ist. Hallo Hulk, herzlich willkommen im Stream. Tja, sieht das aus, als ob alles gut ist, Hulk? Ich krieg auf die Fresse. Okay, was ich kämpfen muss hier. Oh.
unbedingt auf die Ausdauer achten. Das ist wieder das. Weg, weg, weg. Oh nein, nein. Oh. Das ist auch ein Riesenbereich. Nee, leider nicht halt. Ich mache ja Aufnahme gerade. Komm da runter, Mann. Nein, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nee, heute nicht. Morgen vielleicht mal schauen. Ich muss jetzt erstmal die Aufnahme fertig machen oder weitermachen. Um dann wieder neue Folgen machen zu können. Falsche. Boah. Ach, das Schwede. Oh mein Gott. Also ich muss wesentlich vorsichtiger sein. Ich hatte ihn ja vorhin fast, Mann.
weg, 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 weg. Sehr gut. Das habe ich die ganze Zeit lang probiert, voll zu kriegen. Das ist ein nervenaufreibender Kampf. Nein, 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 nein. Weg! Ah, hinten war eine Sackgasse, die kommt nicht raus. Oh, die Gegend ist aber auch schwierig dafür, ja? Oh, er hat nicht mehr viel. Jetzt bloß nicht gierig werden. Los jetzt! Jo, ciao, Hulk! Oh! Nein, hau ab mit dem Mist! Oh, jetzt bin ich nervös. Nicht nervös werden.
Oh. Ja. Ah, große Gegner zu Fall gebracht. Eine neue Kraft, blablabla. Hat ja auch ein Kommandieren verfügbar. Jo. 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 Okay. Wir haben den nächsten Drachen besiegt. Das war nicht leicht. Nervenaufreibend. Aber wir haben es geschafft. Geil. Zweiter Drachenplatz. Wenn ich das richtig annehme, dann sind es wahrscheinlich drei. Weil es ja drei Teile gibt. Da drin. In dieser Drachenkommunion. Ja, hat er uns gegeben. Fast 40.000 hat er uns gegeben. Okay. Okay. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, wir schauen mal kurz nach der Zeit. Wie lange gebraucht? 20 Minuten etwa. Naja. Hätte auch schlechter ausgehen können. Nee, halt, da wollte ich gar nicht hin, sondern zur Drachenkommunion. Da wollen wir doch hin. Dann können wir uns gleich unseren Lohn abholen. Auch wenn wir noch nicht verwenden können. So, das hier braucht der GLA 15. Oh, ja, es braucht alles ganz schön viel Glauben, ja. Auch den vielleicht noch mal hochleveln, Arcana auch. Ich weiß nicht. Ist schon geil, das zu haben. Erstmal haben. Wer weiß, wo es uns noch hinführt. Und da haben wir wieder ein Herzchen gegessen. Lecker, lecker. Und Leute, das war es noch nicht mit der Folge, aber wow, das war ein harter Drache. Ich glaube, das ist auch in etwa so unsere Kragenweite gerade vom Level her. Vielleicht noch etwas drüber, vielleicht so. Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall können wir jetzt aber da weitergehen. Und endlich, endlich können wir die Karte holen. Gut. Dann mal wieder fröhlich weiter. Aber wir könnten mal kurz rasten, oder? Ach, der vielleicht mal wenigstens ein bisschen Sinn. So. Jetzt aber los. Und da unten ist das. Aber wir hätten vielleicht durch den inneren Bereich irgendwie an den Drachen vorbeischleichen können. Aber der war halt im Weg. So, ich wollte den halt dann machen. Oh, was ist hier noch alles so Schönes? Ja, da haben wir die nächste Karte. Krass. Das ist auch noch sau viel hier. Hier gibt es nicht mal einen Weg hinten. Krass großes Gebiet noch. Oh, und hier unten ist auch noch was. Oh, und da zeigt das Ding hin. Oder? Naja, so ungefähr zumindest. Ich denke mal, hier wird es noch irgendwie noch eine Gnade geben, nehme ich mal an. Weil die zeigt halt dahin. Ich gehe davon aus. Hier wird es wahrscheinlich auch noch eine Gnade geben. Das ist aber so ein Gebiet, so ein Ekelgebiet. Und da ist auch noch was. Ich würde sagen, für diese Folge nehmen wir uns das hier mal als Ziel. Und dann für die nächste vielleicht noch das. Aber wer weiß, wie lange wir hier brauchen. Ich weiß ja nicht, was uns erwartet. Ein Lagerfeuer. Da ist bestimmt ein Händler.
Ja. Hallo. Buying or selling? Ah, eingesprungener Topf, den nehmen wir immer gerne. Und das nehmen wir auch immer gerne. Was aber hier? Heldensturmband. Okay. Weiß gar nicht, was unseres so kann. Bolzen. Nehmen das mal noch mit. Ich weiß noch nicht wofür, aber ich glaube, es wird nützlich sein. Das auch. Ah. So. Dann fröhlich weiter. Jo, das sind auch fiese Vögel. Ich habe die heute ein paar Mal bekämpft, als ich trainiert habe. Können wir einen machen. Oh, ich kann jetzt nicht mehr abwehren. Das ist ja toll hier, diese scheiß Mauer. Okay, okay. Ja, die sind etwas eklig, weil die picken sau schnell zu. Und jetzt sind es zwei. Der musste weg. Das wäre es echt sowieso eng geworden. Aber Damage kommt gut, oder? Also der, ich habe jetzt das Ausweichen ein bisschen verkackt so, aber der Damage kommt gut von uns. Der ist schon deftig, wenn du zum Zug kommst. Guck mal, da oben wartet wieder so ein Kollege. Aber der schießt bestimmt auf uns mit irgendwelcher Kacke. Fetten das? Wird es doch bestimmt irgendwo einen Gnadenpunkt geben. Den hätte ich nämlich gerne. Da vorne sehe ich keinen. Wird so auf den ersten Blick. Vielleicht ist hier hinten noch einer. Ach, diese Schädel, ne? Diese riesengroßen Schädel. Das sieht schon Hammer aus. Also ansonsten, hier hätte ich sonst noch einen erwartet, aber wir reiten hier mal kurz noch mal so ein bisschen die Gegend ab, ob wir hier einen Gnadenpunkt sehen, weil ich würde ihn auf jeden Fall auch gerne als Pro-Ziel haben. Da ist diese Festung. Da nicht irgendwo ein Gnadenpunkt, den wir übersehen haben. Oh, da ist auf jeden Fall ein Bäumchen. Das ist aber geil. Das ist immer sehr geil. Schön. Eine goldene Saat. Aber kein Gnadenpunkt. Na gut. Hier. Das
denn das für eine Scheiße? Was wollt ihr? Oh, ihr seid ja süß. Ihr könnt fliegen. Was seid ihr? Seht aus wie Marienkäferchen. Der rast ja richtig aus. Hallo? Beruhig dich mal wieder. Gab's eine. Sieht nicht gesund aus, was du da machst. Was das denn? Verrückte Kerlchen. Da unten beginnt dann der Siff. Boah. Da leuchtet einer blau. Schon wieder so ein Marienkäfer. Also unser Damage kann sich schon sehen lassen. Was bist du da unten für einer? Du siehst irgendwie ein bisschen anders aus. Ach so. Du bist so einer. Du hattest bloß irgendwas Leuchtendes in der Hand. Was ist das denn? Oh, das macht so einen Scheiß. Geh weg. Naja, es ist tot. Also, ich dachte wirklich, wir würden noch einen Gnadenpunkt finden. Irgendwo. Ah, das brauchen wir. Das brauchen wir auch. Das so werden wir wahrscheinlich brauchen. Okay, okay, du hältst gleich ab, Bro. Voilà. Dürfte ich jetzt mal wieder aufstehen, bitte? Also, die sind ja schnell tot, aber es ist schon gefährlich ohne Schild. Ah, jetzt sehe ich einen Gnadenpunkt. Na, endlich. Na also, Stufenaufstieg ist noch ein Stückchen entfernt und von der Zeit, könnten wir die Folge hier beenden. Oh, schau mal eben noch. Weil die Folge war insgesamt ja schon actionreich, ne? Ich würde mal sagen, kommt Leute. Die nächste Folge kommt relativ zügig danach raus. Die nächste Folge geht es da hinein. Und ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat bisher, denkt daran, abonnieren, kommentieren. Und einen schönen Tag euch noch. Tschüss.